Gut, danke für den Hinweis. Ich bin schon mal raus. Genau, 1848 schon Verfassung, Brauskirche. Da haben ja viele dann, gibt es ja dieses schöne Foto, ne, wo also diese, oder diese Malerei, wo von den Rängen oben eine schwarz-rot-goldene Fahne hängt, mit gelb oben. Ne? Gelb oben. Ja, genau. Und dann gibt es auch das schöne Bild vom Hambacher Fest, das man gesehen hat, das ist so wie so eine Burg auf dem Berg. Und da haben die auch die Fahne andersrum, ne? Also oben golden. Komischerweise taucht aber das gleiche Bild nochmal mit Fahnen auf, wo sie in der heutigen Darstellung sind. Da fragt man sich, was will man denn hier verbergen? Was ist hier los? Dann gibt es die Schwarz-Rot-Gold nochmal in der Bundesstaatenflagge der Linie Reuss, älter, jüngere Linie, taucht das Schwarz-Rot-Gold auch nochmal auf. Und man stellt sehr schnell fest, dass das Schwarz-Rot-Gold sehr eng mit der Weimarer Blick verortet ist. Da fragt man sich, Weimarer Blick und staatlich passt da gar nicht zusammen. Weimarer Blick ist eine Handelsorganisation, wenn man so will, eine moderne Form der abenteuerlichen Piraterie und des Sklavenhaltertums. Also sozusagen die Version Südstaaten USA auf deutsches Recht umgemünzt. Also es gibt eine elitäre Kaste, die die Regeln und die Leitlinien der Politik macht und dem Volk erzählt, wir sind hier die großen Südstaaten und ihr seid diejenigen, die die Baumwolle pflücken. Und ihr werdet regelmäßig geschoren. Das ist immer dann, wenn eine Währungsreform kommt. Und der nächste wird dann nicht lange auf sich warten lassen. Das ist aber kein Staat. Das ist auch nicht so vorgesehen, dass wir unter solchen Bedingungen uns hier verdummen lassen und wir unsere Verdummung noch sauber bezahlen in Form von GEZ. So ist das nicht gedacht. Eigenartiger ist aber, dass die Sache in Frankreich, in Frankfurt angefangen hatte und die Einflüsse der Frankfurter Schule, die später dann mal von der Bildungspolitik wesentlich waren, schon in der 1848er Verfassung so als kleines Pflänzchen zu erkennen waren, was dann irgendwann später im Versailler Vertrag sich niedergeschlagen hat. So, dann gab es die 1871er Verfassung, das ist die sogenannte Bismarcksche. Da wurde ein Staatenbund in der Verfassung gemacht. Müssen wir überlegen, in Deutschland gibt es ja die 26 Bundesstaaten, wo die Staatsangehörigkeit herkommt. Also regulär müsst ihr bei euch Königreich Bayern im Ausweis stehen. Bei uns müsste Königreich Sachsen stehen. So, dass das nicht drinnen steht, erkläre ich auch noch, warum das so ist und warum man das so gemacht hat. Jedenfalls müsste die Staatsangehörigkeit immer nur aus dem Bundesstaaten kommen, nicht aus dem Reich. Also wer denkt, dass er einen Reichsausweis hier in Schwarz-Weiß-Rot hat, hat da die schönen bunten Reichsausweise, die man ja für 50 Euro irgendwo bei der Reichskanzlerei kaufen kann, da werdet ihr auch feststellen, dass dort ein Logo drauf ist, was aus der Weimarer Republik ist. Da fragt man sich, wenn die Weimarer Republik eine Handelsorganisation ist, kann die ja kein staatliches Logo haben. Das ist doch schlimm, oder was nicht? Der Kaiser hat ja einen Kaiserorden. Also, es ist der mit der Krone und so mit den weißen Schwingen. Ne? Und da war auch schwarz-weiß-rot. Weil die Kombination Bild der Weimarer Republik, also der Boiler mit den sechs Federn, der auf dem Reißenpass ist, mit schwarz-weiß-rot funktioniert nicht zusammen. Ne? Die haben zwar versucht, das fortzuführen, um dem Volk glaubhaft zu machen, dass mit dem Putsch von Max von Baden im Prinzip das Kaiserreich fortbesteht. Und viele haben das nur geglaubt, weil sie die Vorgänge hinter der Kulisse nicht verstanden haben. So. Und der Hitler hat auch eine ganze Zeit Schwarz-Weiß-Rot benutzt, hat dann noch eine eigene Fahne kreiert, die man heute nicht mehr zeigen darf. Und die Frage ist, hat denn er einen neuen Staat gegründet? Kann man verneinen, weil zur Staatsgründung müsste er einen richtigen Staatsgründungsakt gemacht haben, das hat er nicht gemacht. Unser Mächtigungsgesetz ist auch nicht qualifiziert, einen Staat zu gründen, weil am 23.03.1933 der Wahlfehler passiert ist, weil im Zusammenhang mit dem Reichstagsbrand KPD und SPD verhaftet wurden und mit dieser etwas dezimierten Besetzung des Reichstags das Gesetz abgestimmt werden sollte. Das kann nicht funktionieren. So, das heißt, Ermächtigungsgesetz ist gegrillt, Hitler war kein Verweser, kann also gar kein Gesetz machen. Die Frage ist nur, warum tut die Bundesrepublik ein ungültiges Gesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, heute noch fortsetzen? Das muss man überlegen. Normalerweise hat ja die Bundesrepublik aufgrund der Hager Landkriegsordnung das Nießbrauchsrecht. Also sie kann sich in der Sozialkasse, in der Rentenkasse des Kaisers bedienen, darf aber den Staat nicht beseitigen. Also kann nicht sich selber als Verwaltung des Kaiserreichs einsetzen. Tritt eine Rechtsnachfolge der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus an und macht gleichzeitig einen Kampf gegen rechts.
Wenn man die Bundesrepublik darauf anspricht und entsprechend Landrat anschreibt, warum man denn eine nationalsozialistische Staatsangehörigkeit im Ausweis eingetragen kriegt und wir doch einen Kampf gegen rechts haben unter Nationalsozialismus, vor allem in Mitteldeutschland, da gab es ja gar nicht, 1933, 1945, ganz schlimm. Schön das Wort in den Mund zu nehmen, warst du schon ganz schlimmer. Plötzlich haben wir die Staatsangehörigkeit hoch. Und der Landrat hat gesagt, ja, es hat eine gesetzliche Änderung gegeben am 5.2.1934 und das wäre eben so. Ja, ist so. Wenn der Einigungsvertrag 1991 von Innenminister Klaus Kinkel gelöscht worden ist, weil die Grünen gegen die Mutterschutzregelung geklagt haben, gibt es keine Wiedervereinigung vom Staat. Außerdem war der Staat nie geteilt. Der Staat ist in den Grenzen von 1914 definiert und es bleibt so lange, wie der Erste Weltkrieg noch läuft. Also die Hager Landkriegsordnung noch nicht durch den Friedensvertrag beendet wurde. Also der Staat besteht in den Grenzen von 1914. Mit der rechtlichen Fortschreibung bis zum 27.10.1918, 23.59 Uhr, weil am Folgetag Max von Baden sich vorne hingestellt hat, ich bin jetzt hier der Obermotz, ich mache jetzt so die Regeln, hat aber selber keine Verweserwahl gemacht. Ist also der selbstvermächtigte Despot und hat sich dann aufgeschwungen, einen Friedensvertrag auszuhandeln, der aber nicht Bestand haben kann, weil er maximal einen Waffenstillstand verhandeln kann. Und Waffenstillstände könnten die Vorsitzenden da oder die Befehlshaber der Armee noch untereinander machen. Wenn die sich noch mit das zum Eierlikör einladen und sagen, wir machen jetzt erstmal hier einen Waffenstillstand und wir machen dann weiter, wenn die Lage sich hier geklärt hat. Da brauchen die Max und Leute mehr. Und uns haben sie also den Friedensvertrag in Frankreich, den Waffenstillstand in Frankreich als Friedensvertrag verkauft, ist es aber nicht. Der Erste Weltkrieg läuft immer noch. Und die Bundesrepublik hat auch noch bis vor einiger Zeit Reparationskosten überwiesen, aber selber nicht gezahlt, sondern es ist das, was aus der DDR rausgeleitetes Geld war, was zur Reparation benutzt worden war. Die Bundesrepublik selber vom 1. und 2. Weltkrieg überhaupt keine Reparation bezahlt hat. Weil der Kriegsschuldige natürlich selber ein Schuldeingeständnis machen würde, wenn er jetzt Reparation leistet. Müsst ihr euch vorstellen. Die Bundesrepublik West hat eine Rechtsnachfolge der Weimarer Republik gemacht und die Weimarer Republik hat die Sowjetunion überfallen. Nicht der Kaiser. Der Kaiser war da nicht mehr im Amt. Der Kaiser hat nie Krieg geführt gegen ein anderes Land. Er ist bei der Schlacht am Waterberg in einen militärischen Konflikt reingeraten, der aber von Südafrika ausgelöst worden sind, weil die Engländer nach Südafrika Waffen geliefert haben und dort die Stämme gegen die Schutzgebietsarmee aufgehetzt hat, um die dort aus dem Land rauszutreiben, um dann später dort die Diamanten und das Gold rauszuholen, was dort zu liegen, was dort lag. Das war der Grund für die Schlacht am Waterberg. Es ging nicht um die Wasserressourcen von den Bauern und um das Viehzeug, sondern es ging darum, dass dann ausländische Unternehmen dort Diamanten und Gold schürfen wollten. Und die Schutzarmee gesagt hat, nee, das Geld und die Diamanten und das Gold gehört dem Volk, die hier dann als die Bodenschätze haben, dass die Industrie dort noch nicht so entwickelt war, dass es landwirtschaftlich war und Farmer, ist ja okay, man wollte eben dort die Boden noch nicht vergiften, weil das Fördern von dem Zeug natürlich die ganze Umwelt versaut. Das sollte dann später passieren, jedenfalls kam dann zu der Schlacht von Waterberg. Aber trotzdem hat der Kaiser die Schutzgebietsabkommen nicht gelöst. Das heißt also Deutsch-Südwest und Deutsch-Südost, Deutsch-Wittu und die ganzen Gebiete, die Schutzgebietsabkommen sind bis zum heutigen Tag aktiv. Wir haben also dort Wahlberechtigte. Denn auch die unmittelbare Reichsangehörigkeit sind im Sinne des Rustag erstmal Wahlberechtigte für einen Verweser, der dort tätig wird. Also im Prinzip könnten die Angehörigen, die in Deutsch-Südwest dort siedeln, einen eigenen Verweser wählen und eine eigene Schutztruppe bestellen. Würde heute noch funktionieren. Südafrika hat zurzeit die Verwaltungshoheit von dem Gebiet und von Königin Maudland, wie hieß es dann noch, Neuschwabenland, ist es Norwegen. Weil Norwegen eher später noch ein Hitler, der 38 Stunden eine Expedition gemacht hat, die Rechte angemeldet hat. Ja, aber wer zuerst kommt, mal zuerst. Also das wäre noch zu klären, gehört aber nicht zu den Grenzen vom Kaiserreich. Das ist später gewesen. Ja, und jetzt wäre die Frage, wie kann man den Staat eigentlich wieder handlungsfähig machen? Das geht nur mit dem Referendum. Es gibt ja viele Leute, die jetzt draußen rumziehen und Gemeindeaktivierung machen und fünfstellige Gemeinden präsentieren, die sie irgendwie aktiviert haben, aber was nicht funktionieren kann, weil wenn ich mich im Gasthaus hinhocke und den Leuten eine Notwahl erkläre und vielleicht 60, 70 Leute sagen, ja, wir aktivieren das die Gemeinde, ist es noch lange nicht, dass irgendeiner im Ort davon erfahren hat, wer da irgendwo getagt und irgendwas genotwählt hat,
weil es einfach nur ein Verein ist. Der Verein hat gesagt, wir machen eine Notwahl. Das ist ungefähr so bedeutend, als wenn der Fußballverein eine Notwahl über den Handbuchausgeber macht. Mehr ist da nicht passiert. Es ist einfach nur ein Verein und die können nichts aktivieren. Aktivieren kann man nur, wenn man die Siegelrechte, Entschuldigung, die Siegelrechte im Gebiet erwirbt. Und dazu muss ein Referendum machen und dazu muss die Anzahl der Wahlberechtigten bestimmen. Und da hast du schon ein Riesenproblem. Entschuldigung, bin erkältet. So, aber es ist nicht unmöglich. Es ist ein bisschen Aufwand, aber es ist nicht unmöglich. Also das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt Bayern ausschälen wollte, also das machen, was Seehofer immer ankündigt, aber letztlich dann doch nicht machen will, weil er eben von der Frau Merkel erpressbar ist, also gab ja den Auftritt vor ungefähr einem Monat, wo Seehofer gesagt hat, also ich lasse jetzt verhaften, ja, und hat Frau Merkel, na, wenn du das machst, bist du dran, du hast ja diesen ganzen Mist ja ausgeheckt. Und da hat er dann den Schwanz eingezogen und hat es fallen lassen, weil es einfach falsch angeht. Würde er nämlich in Bayern ein Referendum machen, weil braucht das mal im boah, müsste im Prinzip jeden Haushalt eine Wahleinladung zustellen und müsste dank der NSE mal feststellen, wer wo wann geboren ist, weil wozu haben wir denn die Überwachung bezahlt, wenn sie nicht mehr in der Lage ist, rauszukriegen, wer von uns hier wirklich nach Rostock oder nach Verfassungsnotstand wahlberechtigt ist, dann durfte das alles nicht. Und das Wichtigste, was man überwachen müsste. Der Rest ist sowieso nur private Korrespondenz, interessiert eh niemanden. Aber wenn die NSE schon so Milliarden verschlungen hat, könnte ja mal von jedem bestimmen, wer da wo wahlberechtigt wäre, also wahlberechtigt wäre, der nach Rostock Deutscher ist. Und diejenigen, die beim Tag des Verfassungsnotstandes 17., 18., 7., 1990 gemeldet wurden, die sind nämlich auch wahlberechtigt. Warum? Ja, an dem Tag haben sich die Westalliierten, die Ostalliierten zusammengesetzt und haben das Staatsfragment DDR und BRD gelöscht und im Handelsrecht DDR und BRD neu erstehen lassen. Also, wir haben den Namen beigehalten und haben aber die Rechtsform geändert. Also im Staatsfragment, der aufgrund einer besatzungsrechtlichen Anordnung passiert ist, hat man eine Firma gemacht. DDR ist weggezwickt worden, BRD ist weggezwickt worden. Am Ende gab es nur einen kurzen Kommentar im Bundesgesetzblatt vom 29. September 1990, Artikel 23 Grundgesetz ist gelöscht, Geltungsbereich. Komischerweise wurde das Grundgesetz aber weiter verwendet, weil die Firma kann ja ein beliebiges Schreiben als AGB haben. Also Amazon zum Beispiel, wenn man bei Amazon was kauft, steht ja auch nie im Geltungsbereich drin. Du hast das Ding gekauft und da hängen die AGBs dran, also hast du die akzeptiert. Und genauso ist das Grundgesetz die AGB der Bundesrepublik. So, und jeder, der einen Personalausweis hat, hat aufgrund dessen, dass er den Personalausweis hat, die AGBs des Grundgesetzes akzeptieren. So, und die Regierung kann sich eben aufgrund dessen, dass es nur eine AGB ist, aussuchen, wann sie das Grundgesetz anwendet und wann sie es nicht anwendet. Das ist das Bequeme. Also der Geltungsbereich des Grundgesetzes zu löschen, bietet die komfortable Möglichkeiten, die schlimmen Finger unter Regierung zu schulen, um das Volk effektiv zu knechten, indem sie das Grundgesetz immer nur dann anwenden, wenn es dem passt. So, das ist aber keine staatliche Ordnung, das ist ein Willkür. Das ist nichts anderes wie die glorreichen Sieben, wie die Pistoleros da in das Dorf reinmarschieren und das Volk plündern. Das ist das, was mit jeden Monat mit der GEZ passiert. Die kommen hier rein und wir brauchen wieder eine neue Welle der Verdummung. Wir müssen mal wieder ein bisschen Hitler-TV auf Neo-ZDF machen. Da brauchen sie wieder Knete. Also schicken sie ihre Büttel los und dann erzählen den Leuten, dass es einen Staatsvertrag gibt, wonach der MDR, Deutschlandfunk, ARD, ZDF, Deutschlandradio öffentlich-rechtliche Anstalt sein. Ich möchte wissen, wann der Kaiser die öffentlich-rechtliche Anstalt dafür eingesetzt hat, dass man seinen Namen in den Dreck tritt und Putin erklärt, dass er ein ganz schlimmer Diktator ist. Dieses Schreiben hätte ich gerne mal gesehen. ARD und ZDF sind definitiv keine öffentlich-rechtliche Anstalten. Sie sind privatrechtlich organisiert und nicht immer ordentlich rechtsfähig. Stand nämlich bis jetzt im Impressum drin. Plötzlich ist das Impressum der Eintrag nicht rechtsfähige Organisation verschwunden. Das ist bibliografisch animiert, also die originale Eintrag ist nicht mehr da. Dass der Beitragsservice im Prinzip Hehlerware verkauft, also uns erzählt, es gäbe rechtskräftige Urteile, wonach wir GZ zu bezahlen hätten, aber eine öffentlich-rechtliche Abgabe wäre das auch noch, kann eigentlich nicht funktionieren, weil die Ernennungsurkunde hätte ich gerne mal gesehen. Den Staatsvertrag, da ist nicht unterschrieben, das wissen wir. Denn die Chefs der Landtage haben mit der Rundfunkanstalt einen Vertrag. Das heißt, der Chef vom Landtag steht privat unbeschränkt für alle Rundfunkgebühren ein. Also könnte man theoretisch den GEZ-Bescheid dem Herrn
Landrats, was ist das da? Ja, Chef vom Landtag schicken und dann möchte er bitte seine Beitragsrückstände begleichen. So, das ist es. Und das ist auch die Aufgabe, die wir jetzt demnächst mal angehen werden und dann mal den rechtlichen Status in ARD, ZDF verwaltungsrechtlich klären. Und die Unterschrift unter den Staatsvertrag hätten wir gerne mal gesehen. Vor allem in welchem Staat? Ja, gut, ist aber Nebensache. Entscheidend ist, wir wollen die Handlungsfähigkeit des Staates wiederherstellen. Müssten wir also die Siegelrechte erwerben. Man muss sich überlegen, wie ist der kaiserliche Staat aufgebaut? Der kaiserliche Staat ist von unten nach oben aufgebaut. Das heißt, die Gemeinde hat ein Siegel, sagen wir mal Bayreuth, die hatte in den Grenzen von Bayreuth haben die ein Siegel. Und dieses Siegel, mit dem Siegel wurden die öffentlichen Bescheide gesiegelt. Die Trauungen, die Grundstücksverkäufe, die Gerichtsurteile, die hatten alle das Siegel. So. Und heutzutage haben sie anderes, sie haben nämlich ein Gewerbelogo. Wir haben gar nicht mehr das städtische Siegel. Die Stadtrechte sind im Prinzip begraben, weil sie jahrelang keiner benutzt hat. Und die Bescheide, die rausgehen, sind im Prinzip gewerbliche Angebote. Das heißt, wenn man wirklich den Staat wieder aktivieren wollte, müsste man ein Referendum darüber abhalten, dass man wieder die originalen Siegelrechte benutzen dürfte. Also um ordentliche Fahrerlaubnis herauszustellen, weil genau in dem Moment würde das Thema C4C auf den Rücken fallen. Dass derjenige, der die Zulassung hat, nicht gleichzeitig als Eigentümer ausgewiesen wird. Also wenn ich schon ein Auto erarbeitet habe und dafür Rechnung zahlen, wäre ich schon gerne auch der Eigentümer und hätte auch gerne einen Kfz-Brief und einen Kaufvertrag. Kriege also nicht nur eine Rechnung über das Ding, was der andere bestellt hat oder wem es auch immer gehört. Man kann darüber vermuten, wem das Auto gehört, weil ja alles allerdings über SEPA abgerechnet wird. Und SEPA ist ja leider nichts als der rote Knopf, der gedrückt werden kann, wenn die Euro-Krise losgeht, damit sie das Konto abräumen können. Also das kann an zentraler Stelle in einen Knopf drücken im Rechner, dann steht bei allen Nullen auf dem Konto oder minus 20.000. Das sind die geplanten Zwangshypotheken, die jeder pro Kopf umgelegt kriegt. Ich habe die Vermutung, dass es inzwischen 50.000 oder 70.000 sind, weil die Flüchtlingskrise ja die Kosten durch die Decke gefordert hat. Wir können da nichts dagegen machen. Du kommst da einen Kontoausdruck oder stehen die 70.000 drauf. So, wenn die Bank dann sagt, wir stellen das jetzt fällig, ist der Haus weg, der Auto weg, deine Staatsangehörigkeit hast du sowieso nicht und dann hast du noch 48 Stunden Zeit, um das Land zu verlassen. Das ist die Situation, die hier auftreten könnte. Man muss sich ja überlegen, die Frau Merkel darf man nicht lügen. Und wenn sie den Flüchtlingen in Afrika erzählt hat, du kriegst ein Haus, du kriegst ein Auto und du kriegst 2.000 Euro im Monat, da muss man fragen, wie kann sie denn das machen? Ja, die einfache Lösung wäre, es ist unser Haus, unser Auto und unser Grundstück. Weil wir die Bodenrechte verloren haben, weil wir sowieso das Auto, den Besitz des Autos nicht nachweisen können, C4C. Und die 2.000 Euro, das ist eine Grundsicherung nach Haager Landkriegsordnung, Alimentierung, Bundeswehrklasse, Besoldungsklasse A1. Das sind 1.840 Euro. Zuzüglich noch ein bisschen einen Zuschuss, kommen wir ungefähr auf 2.000 Euro. Das ist nicht gelogen. Das wäre die rechtliche Grundlage. Dafür müsste die Frau Merkel mit einem gelben Schein in Weimar, die Weimarer Republik, als Staat gründen. Mehr muss er nicht machen. Das ist an einem Nachmittag zu erledigen. Genau in dem Moment haben wir ein ganz großes Problem, weil wir dann innerhalb 48 Stunden keine berechtigte Aufenthaltserlaubnis mehr haben für das Land. Weil keiner von uns in unserem Ausweis Königreich Sachsen oder Königreich Bayern dran stehen hat. Und das ist die miese Nummer, auf die wir gefasst sein müssen. Und da haben wir Zeit bis zum nächsten Jahr, 27.10.2017. Wie komme ich auf das Datum? Ja, das hängt damit zusammen, die Bodenrechte wurden vom König und Kaiser von Preußen alle 99 Jahre geprüft und verlängert. Ihr müsst euch vorstellen, seit dem Mittelalter gab es zwar ein bestimmtes Flurstück, immer einen, der das verwaltet hat. Also Grundsteuer eingezogen hat, beziehungsweise auch eine Abmahnung gekriegt hat, wenn er gejaucht hat oder wenn er die Fruchtfolge eingehalten hat, dann hat er im Prinzip von seiner Stadt oder von seinem Landesfürsten oder vom Landvogt eine Abmahnung gekriegt, dass er das zu unterlassen hat oder hat sich Umweltschäden angerichtet oder hat sich nicht um die Ordnung in einem Flurstück gekümmert. So, und derjenige, der dafür verantwortlich war, der ist der, der im Kataster eingetragen war und der hatte dann Unterpächter gehabt. So, also das Flurstück 37 OBC hat in der Familie gehört, der Familie, der Familie. Und einer hatte das große ganze Stück als Gesamt zu bewirtschaften gehabt. Ja, das funktioniert. Hast du noch das doch als du, ne? Bist du mal gucken? Ja, wohin aber. Ja, ne? Im Kataster wird der Eigentümer gemacht.
hinterlegt, während im Grundbuch der Besitzer hinterlegt wird. Man muss sich überlegen, was ist der Unterschied? Also wenn jemand dir die Geldbörse stiehlt, dann ist derjenige, der gerade wegrennt und 100 Meter Vorsprung will, der Besitzer. Da wird nie der Eigentümer, so schnell er auch rennt und so weit er auch läuft, da wird nie der Eigentümer deiner Geldbörse. Du bist der Eigentümer, weil du die Geldbörse bezahlt hast und den Inhalt. So, du wärst also derjenige, der im Kataster eingetragen werden müsste und derjenige, der mit der Geldbörse fortrennt, ist derjenige, der im Grundbuch steht. So, bei Friedensschluss müssen im Prinzip die Grundbücher beräumt und vernichtet werden. Ach ja, haben wir mal. So sieht es aus hier. Das ist so ein Auszug aus dem Kataster, wo halt das Teil. Mal ganz vorsichtig, dass es nicht kaputt macht. Da sieht es aus. Und da haben wir auch ein ordentliches Siegel hier, Königreich Bayern. Wunderschön, ne? So wurde das damals gemacht. Die hatten damals noch keinen Kopierer, sondern da gab es dann einen, der das abgeschrieben hat. Und deswegen steht ja auch Auszug. Ne? Das ist so richtig mit Kunstschrift gemacht worden, alte Sütterlin-Schrift. So hat es ausgesehen. Und die Kopien von diesen Auszügen, die wurden in der Wilhelmstraße 1 in Berlin erstellt und in die verschiedenen Bundesstaaten als Kopien geliefert. Zum Beispiel Bautzen hatte eine regionale Kopie für die Liegenschaften von Sachsen. Und dann gibt es in verschiedenen anderen Orten, wo auch noch Kopien waren. In Erlach, wo auch noch in Weimar, gab es auch noch eine Kopie von Kataster. Amalia-Bibliothek war noch eine Gesetzessammlung. Die Amalia-Bibliothek ist ja abgebrannt oder abgebrannt worden, je nachdem, wer es genutzt hat. Und inzwischen ist es aber so, dass die ganzen Grundbücher im Prinzip mit ABM-Maßnahmen elektronisch erfasst worden sind. Man muss sich überlegen, warum nimmt man denn Leute, die in einer sozialen Abhängigkeit stehen und tut eine Firma beauftragen, das zu machen? Man muss sich überlegen, ist es vielleicht kriminell? Braucht man das vielleicht, ne? Euer Grundbucheintrag ist ja der momentane Besitzer. Und wenn die gesamten Länder und Gebietskörperschaften unter Pfändungsvorbehalt stehen, Chefgesetz 52, darf man nämlich die Eigentumsverhältnisse nicht verändern. Ein Grundbuch macht das aber, weil ja der faktische Eigentümer, danke, der faktische Eigentümer ist der, der über die Grund und Boden verfügen darf und der Volkseigentum zum Beispiel abreißen dürfte. Ja? Also zum Beispiel, wenn das VEB im Osten anfängt, hier ein Dach reinzuregnen, dann haben die gesagt, nein, wir tun das jetzt nicht sanieren, sondern wir reißen das einfach weg, obwohl sie es nicht dürfen. Ja? Weil diejenigen, die da wohnen, müssen einen Volksentscheid machen. Was machen wir mit dem Ding? Tun wir das ausbauen als Gründerzentrum, dass also junge Unternehmer im Prinzip dort erstmal ein Dach über den Kopf haben und dann können die ja mit ihren Gewerbeeinnahmen sich das ausbauen, wie sie es brauchen. Das wäre eine sinnvolle Nutzung. Da würde jeder Professor hinterher sagen, super gemacht. Was haben sie gemacht? Die haben also die Konkurrenz beseitigt. Haben die Maschinen rausgeräumt, haben das Ding zusammengeklappt und haben Wiese draus gemacht oder Parkplätze, was auch immer. So, und das ist aber keine ordentliche Nutzung. So, damit das nicht abfällt, wurden also die Originale der Grundbucheinträge sozusagen gelöscht, in elektronische Form überführt und dann wird so argumentiert, naja, ob die elektronischen Auszüge, ob das alles so korrekt ist und es sind ja eh keine Originale. Wie willst du denn eine elektronische Kopie die Originalität beweisen? Du hast nur Bits und Bytes und heutzutage kannst du mit Photoshop alles kreieren. Du kannst eine gildenkliche Besitzurkunde fälschen, da kann keine Expertise was dagegen machen. Ist das nur original oder ist das gefälscht? Du hast zwar einen Anschein, dass du sowas hast, aber ich denke mal, mit ein bisschen Übung würde ich es auch hinkriegen, dass mir der König August Sachsen überschreibt. Müsste ich mit Photoshop mich mal 2-3 Tage hinsetzen, würde ich das hinkriegen. Müsste mir einer beweisen, dass es nicht so ist. Also digitale Sachen haben überhaupt keine Beweiskraft. Videos sind heute nicht mal als gerichtsverwertbares Beweismittel zugelassen. Der Richter guckt sich das an, könnte es ja passen, aber ist halt eine Kamera. Kriege ich mit ein bisschen Aufwand, kriege ich das auch hin. So, also ist die Beweiskraft des wirklichen Eigentums nicht mehr da. Ja, wenn das angezweifelt ist, musst du eine andere Urkunde beilegen. Also die Originale selber hast du ja nicht, weil du bist ja immer noch angewiesen, dass das sogenannte Amt dir irgendwas erstellt. So, das ist das Problem. Und wenn die Bodenrechte auslaufen, also das Recht zur Verwaltung der Grundstücke, sozusagen nicht mal dem Kaiser obliegt, sondern der Frau Merkel. Und die Frau Merkel schon andere Pläne hat mit dem Land und noch 60 Millionen Migranten in Afrika darauf warten, dass sie ihr Auto kriegen, ihr Haus und ihre 2000 Euro. Und es darüber diskutiert wird, wie man die 60 Millionen mit einer Luftbrücke nach Deutschland holt, dann sollten wir uns darum kümmern, dass wir eine Verweserwahl machen, um zu sagen, wir hätten gerne unser eigenes Land gerne wieder. Und wir hätten auch gerne die Zivilrechte für die ganzen Gemeinden und Orte wieder.
damit wir den Leuten erstmal zumindest die nächsten 10 Jahre den Grundbesitz erhalten. Und dann könnte man bei jedes einzelne Flurstück eine Einzelfallentscheidung machen, weil manche Ländereien sind ja nur wirklich von uralten Fürstentümern im Besitz, aber die sind ja heutzutage verarmt. Also die haben nach dem Ersten Weltkrieg keine Möglichkeit gehabt, ihre alten Schlösser und Burgen und Ländereien auf Stand zu halten. Das war einfach nicht möglich. Das hat das Volk geleistet, weil es eben im guten Glauben ein Grundstück erworben hat und ein Häuser drauf gesetzt hat. Und wenn man hier durch die Gegend fährt, sind ja wunderschöne Orte entstanden. Das war ja früher alles, ja, nach dem Ersten Weltkrieg alles ein bisschen runtergekommen. Ja. Also Bauernkauten-Stil. Die schönen Landhäuser, die wir überall in Bayern und Oberfranken haben, das ist ja alles durch die Arbeit und durch den Fleiß von den Leuten entstanden, die letzten 100 Jahre hier gelebt und gewirkt haben. Und da muss man sagen, im gutgläubigen Erwerb ist derjenige, der sein Häusel dort hingestellt hat, erstmal derjenige, wo man sagen kann, das ist der rechtmäßige Besitzer. Dass der natürlich, wenn er 10 Hektar hat und nicht wirklich ein Eigentumsrecht hat an dem Grundstück, weil es halt nur nicht mal sein Eigentum war, dass dann der Verweser sagen kann, dann pass auf, du kriegst in dein Haus noch 2 Hektar ringsrum, da kannst du deine Kühe und deine Hühner und deine Schafe hinstellen, aber der Rest von dem Grundstück wird dann dem ursprünglichen Besitzer zurückgegeben und dann musst du dich mit dem einigen, ob du die anderen verbleibenden 8 Hektar noch dazu nimmst. Und du musst aber dort dem die Grundsteuer bezahlen. Das wäre ja eine saubere und korrekte Lösung. Ja? Die Bodenreform der DDR von 1945 bis 1949 ist genauso illegal. Ja, die sind der Rote Armee mit ihren Maschinenpistolen dorthin gegangen, haben gesagt, du bist der böse Landvogt oder der böse Großgrundbesitzer, haben denen die Ländereien weggenommen und haben es denen unter Volk nach Gießkannenprinzip verteilt. Das ist aber auch nicht recht und Gesetz. Gab es eine Konstanze Paffrath, die hat eine Doktorarbeit geschrieben, die ist mit Summa cum laude bewertet worden. Österreich, Ungarn und Schweiz mit Dozenten bewertet worden. Keiner hat da drin einen Fehler gefunden, aber dass die CDU oder die CSU das zum Anlass genommen hätte, um dieses Unrecht zu beseitigen, haben sie nicht. Und die Doktorarbeit war toll und nett und dann haben wir die einfach weitergemacht mit ihrem Tagesgeschäft. So, damit wir dann das nochmal ein bisschen genauer untersetzen und gliedern, machen wir dann erst jetzt mal eine Pause. Und nach der Pause tue ich das nochmal aufdröseln, wie das mit den Siegelrechten ist und wie wir dann wirklich an unser ursprüngliches Grundstück wieder rankommen, ohne neues Unrecht zu erzeugen. Danke erstmal für die Aufmerksamkeit.